Okay, also, ich habe jetzt Ewigkeiten rumgesucht, habe es nicht hingekriegt und habe jetzt, was ich normalerweise eigentlich nicht mache, einfach mal in einer Komplettlösung nachgeschaut und es war auch echt gut, denn offensichtlich gibt es hier einen Übersetzungsfehler. Der erste Satz nach genau 2 Jahren und 88 Tagen. Im Englischen steht da wohl nach 2 Jahren und 98 Tagen. Das heißt, wir brauchen ja die 100 wohl offensichtlich und nicht die 90. Also probieren wir es nochmal. 30. Sechzig und 100, also auf Max. Aha. Das ist bösartig. Freund Banane, das hat mir jetzt Zeit gekostet, ey. Na gut. Ah, jetzt kann ich es rausziehen, oder was? Ah, jetzt geht das Ding auf. Was haben wir da? Ein Schlüssel. Nehmen. Ein Zündschlüssel. Aber er ist viel zu klein für die Kristall. 50% stand da drauf. Ja gut, 50%. Das heißt, ich muss jetzt erstmal muss ich ihn jetzt einlegen. Jawohl. Zumachen. Und jetzt muss ich hier einstellen 200 dann wahrscheinlich, ne? Aus 50 wird 100, wenn ich 200 verwende. So, mach mal. Ne? Und dann muss ich hier sagen, wie klein er ist. Nein. 150. Auch nicht. Hat ja auch gar nichts gemacht. Hä? Also manchmal ist dieses Spiel echt seltsam. Ah, Schalter. Okay, jetzt haben wir es auf 200%. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe den Rohling nicht vergeigt. Ah. Schlüssel der Kristall. Ja. Sehr schön. Okay, das war jetzt aber echt, also das war hinterhältig hier mit diesem Übersetzungsfehler. Da wäre es ja nie drauf gekommen. Ja. Na gut. Du, ich hab das Ding gefunden. Keine Sorge. Sobald Großvater mit Kirk zurückkommt, sage ich ihnen, dass sie gleich zu ihnen auf die Kristall gehen sollen. Ja, was ist mit den restlichen? Yukol? Naja, gut. Gehen wir erstmal auf die Kristall zurück. Gucken, ob der Captain, der hat da bestimmt noch irgendwelche Aufgaben für mich. Was rennst du mir eigentlich die ganze Zeit im Weg rum? Verirrt, hübsches Mädchen. Ja, du mich auch.
Ah ja. Wenigstens kann man hier rennen. Das wäre sonst echt ätzend, wenn man hier alles wieder zurückwatscheln müsste. So ganz langsam. Also zum Kapitän. Hinauf, hinauf. Diesmal bin ich wieder durchgekommen hier auf der Seite. Letztes Mal hat er so rumgebackt. Ah, okay, wo ist er denn jetzt? Ne, da ist. Hä? Ah. Fantastisch, Kate. Das muss man Ihnen lassen. Sie sind wirklich gewieft. Danke. Brauchen Sie noch was? Danke, Kapitän. Gibt es sonst noch etwas vorzubereiten? Ein letztes Problem müssen wir noch lösen. Die Schleusen, durch die wir zum See gelangen, sie sind per Beschluss des Rathauses geschlossen. Sie müssen einen Weg finden, sie aufzukriegen. Was schlagen Sie vor? Das Beste ist es, Bürgermeister Buljakin um die Erlaubnis zu bitten, sie wieder zu öffnen. Aber nur, dass Sie es wissen. Er ist so schwer zu packen wie ein nasser Fisch, also Vorsicht. Oder Sie besorgen einfach etwas Sprengstoff und dann... Bumm. Hm, dann versuche ich lieber mit dem Bürgermeister zu sprechen. Danke. Schade. Ein bisschen dünner mitfischen, das wäre es gewesen. Na gut. Machen wir es erstmal, probieren wir es erstmal auf die zivilisierte Art. Okidoki, also Bürgermeister. Das Problem bei dem Bürgermeister war ja, dass der, der hat sich ja verschanzt, ne, wegen den Demonstranten. Vielleicht kann ich mich jetzt irgendwie unter diese Delegation der Demonstranten drunter mischen. Das wäre ja eine Überlegung. Schauen wir mal. Vielleicht. Der pennt da immer noch, oder was? Ich glaube das nicht. Nicht schlecht. Schnarchzapfen. Pennt seinen Rausch aus vor der Kneipe. Damit er, wenn er aufwacht, gleich wieder weiter saufen kann. Naja gut, in diesem verlassenen Kaffee kann man eigentlich auch sonst nicht viel tun, ne? In den letzten Monaten waren hier alle ziemlich griesgrämig. Wie die Nomaden hier behandelt werden, ist schrecklich. Ja, finde ich auch. Wollen Sie Zigarren oder vielleicht Fusel? Billiger als bei den Nomaden. Danke, aber... Ja, wo wird das denn jetzt? Nach da vorne oder was? Ich will weder Zigaretten noch Fusel. Wenn alle holen, dann Qualität. Und Zigaretten habe ich vor 3,5 Jahren aufgegeben. Jetzt geht er wieder drüber rund. So, jetzt. Meine lieben Freunde, bitte. Bitte. Bleiben Sie ruhig, ich bitte Sie. Wir beruhigen uns, wenn wir bekommen, was wir wollen. Ja, Nomaden raus! Meißen Sie die Yukon sofort raus, oder das Reich wird verschärft. Ich weiß genau, was Sie meinen, meine lieben Freunde, und... Ich hab die Lösung. Warte, warte, warte! Ich hab die Lösung, ich hab die Lösung. Was, dann gehen die jetzt wieder, oder was? Herr Bürgermeister? Ja, was ist denn jetzt?
Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Bitte verzeihen Sie die Störung, so ganz ohne Termin und alles. Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Ich weiß, wie knapp bemessen die für Sie ist. Es sei Ihnen verziehen, meine Liebe. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie sich vorstellen, die Schleusen des Hafens wieder zu öffnen? Wie bitte? Sagten Sie die Schleusen? Wozu um alles in der Welt? Tja, um dein Problem zu lösen. Ich begleite den Stamm der Jukol auf ihrer langen Reise, Herr Bürgermeister. Ich bat Kapitän Obo, uns mit der Kristall über den See nach Nahodotsk zu bringen. Kapitän Obo, die Kristall, die Jukol, fahren Sie fort. Nun ja, es wäre sehr undankbar von mir, Sie dafür zu kritisieren, dass Sie unsere gute Stadt von dieser Bürde befreien. Trotzdem fürchte ich, dass ich Ihre Bitte ablehnen muss, meine Liebe. Die Schleusen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Diese Entscheidung kommt von ganz oben. Das verstehen Sie doch, oder? Nein. Denken Sie an die Wahlen, geil. Hören Sie, Herr Bürgermeister. Wir wissen beide, das wahre Problem ist es, dass Sie Ihre Wähler glücklich machen wollen, ohne Ihre Vorgesetzten zu verärgern. Und ich glaube, ich kann Ihnen dabei helfen. Wirklich? Und wie, wenn ich fragen darf? Öffnen Sie die Schleusen und ich nehme die Jukol mit. Dann müssen Sie nur der Regierung weismachen, dass ich Sabotage begangen habe. Sie werden Ihnen glauben. Ich habe einen sehr schlechten Ruf. Und auf diese Weise stehen Sie in jeder Hinsicht als Sieger da. Politiker. Nun, ich muss zugeben, meine Liebe, dass Ihre Argumente mich überzeugen. Ich genehmige die Öffnung der Schleusen, damit die Kristall hindurch kann. Sie müssen jedoch wissen, dass es ein technisches Problem gibt. Deshalb müssen die Schleusen von Hand geöffnet werden. Ich nehme an, diese Unannehmlichkeit wird eine so entschlossene und einfallsreiche junge Dame wie Sie nicht abhalten. Sie meinen... Ja, da der Techniker nicht da ist, müssen Sie selbst ins schlammige Hafenwasser tauchen, um die Schleusen zu öffnen. Hier geht's. Das sollte Ihnen allerdings helfen, den Unterwassermechanismus zu betätigen. Wie soll ich denn da runtertauchen? Das, meine Liebe, ist Ihr Problem, will ich meinen. Einen wunderschönen Tag noch. Klassischer Politiker. Du rettest ihn den Arsch und er lässt dich am Seil runter. Ah. Gach. Naja. Was ist eigentlich mit dir? Du stehst da immer noch so rum. Die Ladenbesitzer streiken zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Das ist nicht gut, wenn sie mich fragen. Ja, hast du schon mal gesagt. Die sehen auch irgendwie alle gleich aus. Schnurrbart, vollgefressen. Ja, gut, okay. Also einen Schritt weiter und das nächste Problem vor der Nase. So wie es sein muss bei Siberia. Also, das schwitzen wir erstmal mit Ovo. Der Obo heißt er. Captain Ovo Maltine. Ah nein, das war's anders. Warte, ist da noch irgendwo rüber? Ach nee. Also. Ins Hafenwasser tauchen. Ich hoffe, die haben einen gescheiten Taucheranzug hier, aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Wenn ich Glück habe, haben sie eine Taucherhelm-Glocke-Gedöns, damit ich nicht Luft anhalten muss. Möglicherweise der Steiner wieder. Ach ja, oder der Fuzzi mit dem, der die Tintenfische verkauft hat, vielleicht hat der noch irgendwas. Da fällt mir ein, wenn die Tore zu sind, wo hat der eigentlich seine Tintenfische her? So frisch können die ja dann nicht sein eigentlich, oder? Dein Fisch stinkt. Mein Fisch stinkt nicht.
So, Kapitän. Ich hätte da mal eine Frage. Und? Also ich muss tauchen, na gut. Also, nichts. Der Bürgermeister hat uns erlaubt, die Schleusen zu öffnen. Aber wir müssen es von Hand tun. Unter Wasser im Hafen. Da kann ich vielleicht helfen. Im Schuppen am Ende der Ufermauer sollten Sie eine alte Taucherausrüstung finden. Ich bin noch nie getaucht. Aber wenn Sie glauben, das geht, dann versuche ich es eben. Das muss unter uns bleiben, Kate. Es gibt etwas, das Sie wissen müssen. Die Schleusen sind auch dazu da, das Monster des Sees vom Hafen fernzuhalten. Jedenfalls habe ich das gehört. Aber zu dieser Tageszeit ist es ungefährlich. Das Monster schläft den ganzen Tag. Du mit deinem Seemonster. Wo finde ich einen Taucheranzug? Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer. Da sollte sich etwas in Ihrer Größe finden. Oder annähernd. Annähernd wäre auch schon nicht schlecht. Was ist mit deinem Seemonster? Glauben Sie an das Seemonster? Wissen Sie, vor 20 Jahren war es nicht Baranur, das mir Angst machte. Nicht die Toten, die Strahlung. Das sagen die Leute, aber tatsächlich war es das verdammte Monster, das mich verscheuchte, wie ein Hai einen Sardinenschwarm. Es lauerte vor Baranur, wahrscheinlich angezogen vom Gestank der Gräber. Ich sah, wie seine roten Augen mich anstarrten, Frau Walker. So etwas vergisst man nie wieder. Also irgendwas ist mit diesem Monster noch, aber es ist mit Sicherheit kein normales Monster, sondern irgendwas anderes. Aber was? Keine Ahnung. Vielleicht wieder irgendwie, keine Ahnung, ein U-Boot oder so? Was weiß ich denn? Wenn ich unter Wasser bin, wie öffne ich dann die Schleusen? Sie werden von Stahlsperren gehalten. Lösen Sie die einfach mit Hilfe des Mechanismus. Na gut. Klingt kinderleicht. Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer. Ja, richtig, der war ja abgeschlossen, ne? Ja, aber jetzt will ich erstmal gucken. Eins. Ja, super. Kann wieder kein Russisch. 1, 2, 3, 4, 5. So viel kann ich lesen. Und ein Rad. Wahrscheinlich muss ich an dem Rad drehen irgendwie und die Zahnräder vernünftig einstellen. Und so ein Käse. Also, auf zum Steg. So, also, da sind wir. Oh, was ist das? Okay. Was macht der da? Entschuldigung, aber was macht der da draußen? Ich habe Ihnen den Schuppen geöffnet. Okay, was haben wir hier? Machen wir da mal alles zur Seite. Und das müsste ja der sein, ne? Taucheranzug, gut. Aber wir brauchen doch bestimmt noch mehr. Ich muss die ganze Ausrüstung zusammenstellen und bereit machen, bevor ich mich umziehe. Ach so, stehe. Was haben wir hier? Ich brauche etwas zum Füllen. Ach so. Ich brauche etwas zum Füllen. Ich brauche Flaschen. Ach, das ist ja, genau. Das ist Druckluft. Flaschen. Befüllanlage. Jetzt war ja aber erstmal eine Druckluftflasche. Also da ist der Helm. Genau, Taucherhelm. Da hat's Flaschen.
Genau, leere Sauerstoffflaschen. Sehr schön. Also leere Sauerstoffflaschen auf Befüllanlage befüllen. Benutze leere Sauerstoffflaschen. Achso, ich muss erst noch näher hin. Benutze leere Sauerstoffflaschen mit Befüllanlage. Das ist nicht wasserdicht genug, um die Flaschen zu füllen. Wie nicht wasserdicht genug? Das ist nicht wasserdicht genug, um die Flaschen zu füllen. Hä? Ah, jetzt. Hebel zu. Nichts. Ich muss etwas übersehen haben. Nichts. Ich muss etwas übersehen haben. Da links wahrscheinlich noch, ne? Genau. Aha. So. Grün. Oh. Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Okay. Ah, 180 Bar. Verstehe. Habe ich zu heftig gemacht, ne? Muss ich auf 180 Bar machen. So. Machst du Stopp? Machst du Start auf 180 Bar? Und dann? Ja. Volle Sauerstoffflaschen. Ja, ein Ausmachen die Anlage ist nicht, oder was? Tja, dann. Ich weiß nicht, ob ich da Bock zu habe, aber ziehen wir uns mal um. Das Brackwasser runtertauchen, igitt, igitt, igitt. Ah, ja. Yeah. Ach du Kacke. Der ist froh, dass er nicht selber rein muss. Na toll. Das ist aber ein schlecht geputztes Hafenbecken. Okay, da ist der Mechanismus. Was ist denn das hier? Na, egal. Interessiert mich nicht. Was ist das hier für eine fette Kette? Ah. Oh Gott, ja. Verstehe. Zahnradpuzzle. Ist da noch ein Schlüssel? Also ich habe jetzt hier ein Zahnrad. Das passt, weiß ich nicht. Ah, da unten hat es noch. Ach so. Jetzt kann ich mal gucken.
So, 4, 1 und 2. Unten muss die 4, oben links die 1, oben rechts die 2. Eins, zwei. Aha. Und hier? Drei. Drei, wo musste die drei hin? Was ist das für ein Scheiß jetzt? Die drei muss da, wo das Zahnrad ist. Was soll das denn jetzt? Da kommst du hin. Nee, das funktioniert nicht. Also wir nehmen mal das da wieder. Hallo? Was ist mit dem? Ach, das scheint richtig zu sein. Wo kommst du hier hin? Und du hier hin? Ja, das bringt ja nichts. Ich glaube, da fehlt noch irgendwas. Irgendwas fehlt da noch. Oh, was haben wir hier? Ich kann die Schleusen nicht öffnen, solange die Riegel aktiviert sind. Ja, ich weiß es, aber wie mache ich die weg? Sieht ja schon irgendwie abgefahren aus hier, ne? Da hinten. Ist auch noch irgendwas. Oder so eine Art Tür. Aha. Okay, das war mal die erste Tür. Aber das zweite ist irgendwie, das funktioniert immer noch nicht, warum auch immer. Da ist irgendwas noch nicht richtig mit diesen Zahnrädern. Was ist überhaupt mit diesen Netzen hier? Gefällt mir auch irgendwie nicht. Oder ist das da draußen irgendwo? Vielleicht das Zahnrad?
Dann muss ich hier rausgehen, um das Zahnrad zu finden. Was ist denn hier? Hier liegt doch noch irgendwas. Aha. Oh. Da liegt ein Schiff. Oh, was haben wir hier? Ach, die Kette. Richtig, da war ja noch so eine Kette. Was um alles in der Welt hinterlässt solche Spuren? Ja. Da ist möglicherweise doch noch irgendwas. Weiß nicht, ob es ein Monster ist, aber... Es scheint zumindest hier ein Schiff versenkt zu haben. Und ich meine, wenn es das kann, dann würde ich hier eigentlich gerne möglichst schnell wieder weg. Auch wenn der Kapitän sagt, es sei alles gut gefährlich um die Tageszeit, aber... Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dem zu begegnen, während ich im Taucheranzug bin. Ich fürchte mal, dass das eher tödlich enden würde. Ein Viech. Oder mehrere Vieche. Fisch. Okay, aber jetzt habe ich die Kette. Mit der Kette müsste es eigentlich gehen, ne? Ja, ja, der Bolzen, ich weiß, ich weiß. So, also da nochmal hin. Dann haben wir hier noch die Kette. Ah. So, Riegel. Hallo? Aha, jetzt. Geschafft. Jetzt aber raus aus diesem Anzug. Gut gemacht, Kate. Ich hätte es selber nicht besser gekonnt. Puh, wenn jetzt alles bereit ist, hole ich sofort die Yukol. In der Zwischenzeit treffe ich die letzten Vorbereitungen. Wenn sie mit den Nomaden zurückkommen, müssen wir nur noch ablegen. Großartig. Bis bald, Kapitän. Na, das wurde jetzt aber auch Zeit.